Hallo Leute, mein Name ist HotSC und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Und heute wollen wir die blauen Prozessoreinheiten angehen. Und dafür brauchen wir einiges an grünen und an roten Schaltkreisen. Und wie ihr seht, da kommt nicht wirklich viel raus, weil zu wenig Kupfer reingeht. Damit wir an mehr Kupfer kommen, brauchen wir hier unten mehr Durchsatz. Dafür brauchen wir mehr oder bessere Schmelzen. Und wir fangen nicht mit der Kupferschmelze an, sondern wir pimpen mal hier unsere Eisenschmelze. Denn wenn wir mehr Eisen haben, bekommen wir mehr Stahl. Wenn wir mehr Stahl bekommen, mangelt es uns auch nicht so sehr am Rest da. So. Gut, hier unten alles ersetzt. Aber hier oben müssen wir noch nachbessern. Ich habe etwas Stahl in der Tasche. Kann ein paar mehr Schmelzen bauen. Und dann schauen wir. Okay, Eisen. Hier haben wir nicht mehr ein ganzes volles rotes Band. Okay, müssen uns wahrscheinlich dann auch mal um ein Eisenerzfeld kümmern. Aber zuerst mal Kupfer nach dem Stahl. Und immer wieder mal Aliens, die was von uns wollen. Hier unten. Okay. Das war schon mal unser erster Turm. Vielleicht brauchen wir da etwas mehr. Uns fehlt da auch noch etwas Mauer. Dann denke ich, wir müssen den Stahl hier erstmal etwas nachkommen lassen. Und dann, wo steht mein Fahrzeug da unten? Den Stahl etwas nachkommen lassen, dass das Förderband aufgefüllt wird. Ja, da geht nicht mehr viel rein. Ich denke, da wird es dann bald Zeit für ein externes Eisenfeld. Aber zuerst kümmern wir uns da um die Verteidigung von unserem Uran.
dann können wir wahrscheinlich dieses Eisenfeld hier anschließen. Okay. Dann hier oben rein. Da einen zweiten Turm daneben. Partieren ein bisschen. Kommen von hier drüben. Und ich muss dann irgendwann auch mal mich darum kümmern, dass die Aliens, die uns hier etwas das Leben schwer machen, dass wir da die Nester wegräumen. Ach ja, und hier fehlt Schwefelsäure. Dann fördern wir auch mit den. Gut, schleiche ich mich hier raus. Und so geht das ab. Habe etwas Schaden genommen, aber überlebt. Nun wollen wir uns mal schauen, wie weit wir denn mit dem Stahl gekommen sind, ob das etwas gebracht hat. Nicht, dass ich sehe. Ich brauche definitiv mehr denen hier. Vierundzwanzig, das sollte reichen, um das eine Kupferschmelze abzugraden. Hälfte haben wir schon. Mehr als die Hälfte. Vielleicht brauchen wir, ist es an der Zeit, eine zweite anzuschließen. Und wahrscheinlich geht uns dann Kupfer aus. Meine Fließbänder. Oder Untergrund Fließbänder.
Oder beides. Und wir können das Ganze auch von dieser Seite hier vervollständigen. Ich glaube, hier reichen die gelben Knickarme aus. Sofern ich genügend habe. Natürlich brauche ich etwas mehr Stahl und ein paar Ziegelsteine mehr. Nehme ich hier noch was mit. Gut, das gefällt mir schon besser. Gut, die Untergrundfließbänder braucht es hier, damit diese Knickarme auch eine Chance haben, das Kupfer aufs Band zu bringen. Und jetzt haben wir natürlich zu wenig Kupfer. Aber das ja so machen. Da einfach ein zweites Band hochlegen. Etwas rüber. Kann ich hier hoch? An den Bäumen vorbei. Dann hier so. Eigentlich können wir das gleich so machen.
Sehr gut. Und ich glaube nicht, dass wir in der heutigen Folge noch dazu kommen, da mehr die Blauen ranzubringen. Aber hier kommt schon mal mehr Kupfer durch. Dann nehme ich mir hier vier von denen. Eine Lokomotive. Ein paar Schienen. Oh. Die sind hier. Vielleicht müsste ich das zu Rot upgraden. Das könnte mit Stahl noch helfen. Aber wir haben ja auch zu wenig Eisen. Ah, zuerst hier nach unten. Ein Das ist unser Eisenerzbahnhof. Ein Zug platzieren. Und da fehlen uns ein paar Stahlkisten. Das fehlt uns Stahl. Und daran mangelt es uns vor allem. Hier kommt immer weniger durch. Und dann schaue ich dann vielleicht doch mal. Ob ich nicht das Eisenfeld auch noch anschließen kann. So. Hier oben ein bisschen Klippen im Weg. Kopieren wir uns hier mal das. Hier ein paar Bäume. Jetzt hier rum in diese Richtung noch eine Klippe. Eine Haltestelle, das ist dann nicht Kupfererzfeld, sondern Eisenerzfeld. Sehr gut. Ein bisschen davon,
machen wir, glaube ich, nicht. Natürlich fehlen mir die Knickarme. Sehr gut. Dann gehen wir hier nach oben. Ja, wahrscheinlich nicht ganz so weit. Und dann hier die Einfahrt. Da müssen wir ans obere Gleis ran. Noch ein bisschen. Ups. Das kann passieren. Okay, aber mir fehlen ja sowieso noch Greifarme, die nehme ich gleich mal mit und dann schließe ich da unten das Feld an und dann sollten wir in der nächsten Folge mehr Eisenerz haben, als wir verarbeiten können. Also bis dann, tschüss!